Okay. Ich denke mal, Ingame-Sound werde ich nicht anmachen, weil ist viel zu laut immer mal. Ja. Zack. Aber es ist neue Musik da. Echt? Ich gucke gleich mal rein. Soll ich wir anfangen oder Gegner? Ja. Okay. Ist immer besser. Weil die können dich dann nicht stoppen, wenn du irgendwelche Monster direkt am Anfang beschwören willst. Ansonsten können die direkt so Fallgrube. Mischen, beschwören oder setzen? Was heißt mischen? Es gibt Du hier was Neues? kannst die Karten mischen, damit vielleicht die Gegner nicht wissen, welche Karte du gerade Ach hast und so. so. Warum muss ich denn jetzt schon abhauen? Weil der bestimmt so eine Fee hat, die deinen Effekt blockt oder so ein Scheiß. Ich finde gerade meinen. Wieso Zurzeit jetzt sind brauchst du solche. sonst? Necroshade. Ja, ich finde Nico schreit gerade nicht. Hast du Dark Iron und reingetan? Necro Shade. Dark Bright, ist das der gewesen? Oh Gott, ich habe so lange nicht gespielt. Ja, es ist der. Ja, es ist er. Ich habe nämlich Bladage auf der Hand. So, du hast jetzt gar keine Helden, ne? Nein, habe ich nicht. Soll ich Spiegelkraft legen oder eher nicht? Hast eine andere Karte noch? Z-F setzen. Zauberstrich Feindkarte oder was? Oh Ja. Gott. Ich habe so lange nicht mehr gespielt, Okay, sag weil mal. es wird oft immer die mittlere Karte direkt weggemacht. Deswegen setze ich immer irgendwelchen Müll in die Mitte, den ich brauche, und die anderen wichtigen daneben. Oh Gott. Sternzeichenmonster. Schade, hätte ich das Machen. spielen sollen. Die machen die ganze Zeit XYZ-Monster. Jetzt mal eben seine Stufe hoch. Die. Ja, die alles zerstören. Vielleicht kannst du nichts beschwören, keine Fallenkarten setzen, alle Karten werden auf dem Feld zerstört. Das war nicht. So ein Scheiß. Hat mir Warte. neulich schon jemand geschrieben, das ist doch so langweilig, wie die neuen Decks und die neuen Kannst. Kombinationen. Das macht überhaupt keinen Spaß, das ist doch überhaupt kein richtiges Yu-Gi-Oh! Mehr. Siehst du, weg ist sie. Ja. Hey, mein Name ist Bladage26. Das sind viel, viel zu wenig. 2,7 glaube ich. Da. Oder? Ne, 2,6. Okay. So, dann schwören wir mal. Nein, hör auf. Bitte, bitte. Oh, danke. So, setzen wir mal die Fallenkarte. Ich muss jedes Mal wieder überlegen, wann kann man eigentlich diesen XYZ-Monster benutzen? Wenn du Monster gleiches Stufen hast. Die Monster die gleiche Stufe haben, so 5 und 5, und dann gibt es so extra XY-Monster, die gleichen, die 5 und 5 Monster erfordern. Ich habe zum Beispiel auch ein 2XY-Monster drinne, wo ich 4 und 4 brauche, Stufe 4 Krieger, 2 Stück, und wenn ich die auf dem Feld haben, kann ich XYZ-Monster beschwören. Jetzt habe ich ihm die Hälfte der ATK. Weggemacht, jetzt kann ich Mit deinen schwachen Monstern. Sternstraufdrache beschwören. Oh, der Schrottdrache, aber ich mach das nicht, weil er genau eine Fallenkarte hatte, denke ich. Zum Kontern, ja. Weil er hat die ganze Zeit schon was zum Auswählen. Los, mein kleines Monster, greife an. Und wenn es stirbt, dann aktiviere ich meine Fallenkarte, dann opfer ich das. Oh. Was macht er? Nicht, der hat nur die Karte abgehangen. Also Nein, der kriegst. kann jetzt eine Karte weg. Ach, Scheiße. Nein. Ey. Ist trotzdem gestorben. Okay. Ja. Okay, ich kann jetzt gerade gar nichts machen. Eine schöne Karte. Morgen in einem Monat sind meine Prüfungen vorbei. Morgen in einem Monat schreibe ich die letzte. Hattest du Winterferien? Habe ich was? Winterferien Nee, gar nicht. Also mal eine Woche frei oder so, gehabt? aber da war ich ja auch bei Family. Okay. Was spiele ich denn? Ach, ich bin mal. Ich gehe mal auf Risiko. Ich beschwöre einfach mal ihn und heb mir Bladage mal noch auf. Aber ich Warum lege. bist du eigentlich jetzt dran? Hat der Gegner gar nichts gemacht? Stimmt, der andere? Ja. Hä, was ist das denn? Effekt aktivieren? Achso, deins. Nee. Nee.
Ah, oh, wie geil. Jetzt kannst du eh gar keinen Schaden mehr machen. Die Battlephase wird beendet. Na, so ein Deck. Der eine hält alles auf und der andere kann Weil die kamen so alles beschwören. nacheinander, meinst du, diese gehören zusammen? Achso, Weiß ich Runenbleiben sollte ich nicht. vielleicht noch. Ich leg dir mal Ja, nicht trotzdem. alles hinlegen direkt. Wer hat Okay. solche Karten, die alles zerstören und deswegen Ich hätte so. ja auch ein rechtschaffenes Urteil. Was hat er jetzt Wenn damit das Ziel gemacht? hat, auf der Friedhof klingen, um ein offenes Effektmonster zu wählen, dass dein Gegner Nee. chronisch anlegen ist. Nein, ja. Ich wollte gerade sagen, ich hätte ja auch rechtschaffenes Urteil spielen können, um seine verdeckte Karte zu zerstören. Kann ich immer noch, soll ich es machen? Weiß nicht, glaub nicht. Lassen wir das erstmal für später, wenn mehr Monster drin sind. Und gleich egal, wen er beschwört, Dreck kaputt machen. Okay. Aktiviere einfach die Fallenkarte. Ja, okay. Ja. Zerstören wir sonst. Und die beiden Monster, die da sind, von ihm auch. Hoffen wir mal, dass das jetzt klappt. Oh. Ah ne, der schickt sein eigenes Monster zurück auf seine Hand. Geht ja noch. Gut, er konnte nichts machen. Jetzt darfst du sogar Polymerisationen, oder? Nee, ich hab keine. Leider, leider. Soll ja Was auch machen wir denn Heldenspielen sein. jetzt? Machen wir da. Nee, ich will erstmal schaden. Hauptsache die Karte liegt noch, wenn ich dran bin. Ich hätte, kann es gebrauchen. Ich weiß. Soll ich es in Dev machen? Was? Nee, Weil angreifen kannst du ja ich. auf jeden Fall noch. Kannst du ja Ende der Runde auch Dev Nee, machen. kann ich nicht. Wenn ich einmal damit angegriffen habe, kann ich das nicht mehr in Dev setzen. Echt? Ja. Ging das früher nicht mal? Ich. Wenn die eine Runde lag? Ist egal, Aber greif trotzdem mit an, oder? ich kann sie opfern. Aber notfalls liegt ja noch Spiegelkraft, vielleicht klappt's ja. Ich greife einfach mal an. Wir sind in Führung. Aber ich versuche mal. Ne, klappt nicht. Ja, ich habe noch auf der Hand ein Monster, das meine Karte, mein Schwarzflügelmonster beschützt. Und dann ein Monster, das meinem Schwarzflügel 1400 ATK dazu gibt. Oh nein. Sieht böse aus. Jetzt dann, Achtung. Er rüstet das mit irgendwas aus. Was? Ja, ich spiele auch nicht mehr so. Solange die Fallenkarte nicht zerstört oder seine Monster immun gegen Fallenkarten sind. Kommt auch noch irgendwas. Und Spiel ruhig, wenn du kannst. ja, mache ich auch. Bäm, ins Gesicht. Jetzt Effekt. Oh, das ist so, du zerstörst zwei, es kommen fünf neue. Alter. Nein, der. Okay. Scheiße. Ich kann jede Runde einfach so jemanden zerstören, aber dafür verzichtet er auf einen Ey, weißt du, Angriff. was ich mache? Einfach, ich spiele Wolkenkratzer mit Blade Edge. Bam. Das war Ja. 3-6. Aktivieren. Außer es klappt. Doch, es klappt. Beschwören, beschwören. Er hat mich nicht mal gefragt. Sonst hat er. Achso, nee, es gibt ja keine andere Option. Ja, sonst braucht er zwei Opfer. Ja, aber ich kann trotzdem keine andere Karte spielen. Das ist auch komisch. Weil das zählt doch als normale Beschwörung. Vorher war es aber eine Spezialbeschwörung eigentlich. Nein. Vorher nicht. Ich hab's auch dein Deck gespielt. Ich hab's dir geklaut. Du Sau! Direkt am ersten Part. Schon in, ja. Was für ein Deck hast du? Kannst du mal ein Review machen? Ach, ist das schon wieder lange her, ey. Ja.
3 Monaten bin ich 1 Jahr alt. Ach nee, Quatsch. Anderthalb. Bist du im Schaltjahr geboren? Nein. Witzig. So, was macht der jetzt? Kannst du ein Elementarheitmonster der Stufe 5 oder höher als normale Beschwörungen beschwören? Das ist gar nicht mehr nur Bladed. Das ist ja witzig. Ich habe gerade Nekoschalt durchgelesen. Ja, wollte ich gerade auch machen. Ja, das ist immer blöd, wenn Ja. eine Aktion kommt und man dann rausgeworfen wird, ja. Ja, ich weiß. Oh, ey, ich habe vor allem noch Bubble Man und Burst Image Okay. Wix auf der Hand. Hätte ich jetzt eine Fusion noch gehabt, dann hätte ich auch Schaden machen können. 16.000 Leben sind schon viel zu viel. Bei 8.000 hätten wir schon 8000. fast gewonnen, ey. Oh, jetzt ist das. Jesse. Wechsel. Die Effekte dieser Karte können nur angewendet, aufgelöst werden, solange die Karte kann. Wann darf er jetzt immer das benutzen? Was kann ich hier aktivieren? Ach so. Oh, guck mal, was ich hier machen kann. Ich kann mein Monster wiederholen, indem ich deine Karte wegtue. Oder kann ich sie wieder drauf tun? So, und dann, was machen wir dann? Ach man, oh. Kann nichts machen. Warte. Wie, du hast jetzt nicht ein 800-0 Monster gespielt und kannst nichts machen? Ich dachte, ich kann es irgendwie synchronisieren, aber Computer sagt nein. Computer sagt nein. Jetzt nehmen wir die Karte noch. Und 1600 plus 1400 sind 3000. Soll ich ihn angreifen, aber ich weiß jetzt nicht. Wenn du ihn angreifen kannst. Ich kann ihn töten, aber klappt Probier das? ruhig. Klappt das so? Wenn du vertrau auf dein Deck, ich kenn's nicht. Du hast aber Ich schon. weiß nicht, ich weiß die Karte von ihm nicht, das ist das Problem. Ah, Oh, geil. okay, gut, ist weggegangen. Da habe ich gerade echt gewundert und dachte für einen Moment nicht, dass du davon ausgehst, dass Wolkenkratzer dich um 1000 verstärkt, aber gut, dass du deine andere noch hast. Ja, jetzt habe ich noch eine Karte auf der Hand, die. Ich habe gerade Wenn noch man so spannende Monster auf schützt. der Hand. Wenn ich nicht gerade Fusionstor oder Polymerisation ziehe, dann ist der Zug ziemlich schlecht wahrscheinlich. Hast du jetzt eigentlich auch mit dem 800er angegriffen? Ich habe gar nicht gesehen. Ja, habe ich. Das eigentlich. Aber was der machen kann. Kann wieder was Nein! auf dem Friedhof legen. Nee, was steht da? Hat sie nicht. Ein Alter. Muss auf dem Spielfeld zu wählen, bis halbieren, also falls diese Karte auf dem Friedhof gelegen wird, du kannst ein. Nein. Geil. Und nein, meine Karte wird nicht auf dem Friedhof gelegt, damit du noch mehr Monster spielen kannst. Die bleibt schön da. Gut, jetzt kannst du sie zerstören. Ich habe eh nicht wirklich was gezogen, aber ich habe Prisma wiederbekommen und das ist wenigstens stark. Soll ich deine andere verdeckt legen? Defense? Die, 800er? weil wenn die auf dem Friedhof landet, kann ich vom Friedhof aus synchronisieren. Dann kann ich ein Monster rufen, aber dessen Effekte werden dann annulliert. So, Sparkman hatte ich noch gar nicht draußen. Ich würde noch ein Nekrochet drauf tun. Ich habe nur einen. Also im Deck zumindest. Aber keine zwei Bladage, oder? Weiß ich gerade gar nicht, ob ich den mittlerweile zweimal drin habe. Wie gesagt, nach dem Rechner neu machen habe ich mein Deck nur provisorisch irgendwie zusammengeschustert. Hast du hier magische Fusion drin? Ist das die aus dem Friedhof? Ja. Die habe ich drin, ja. Okay. Jetzt aktiviert sich. Ich weiß nicht, ob es jetzt das der Effekt sich aktiviert von ihm. Auf dem Friedhof. Gucken wir mal. Sieht nicht so aus.
Ja, wenn dann der ersten Weil Sonderrolle, eigentlich oder? dürfte er dann ein Monster rufen. Aber da sein Monster zerstört wurde, ist der Effekt sozusagen nicht mehr gültig. Nein, jetzt kommt wieder. So Was? langweilig, ey. Aber die Decks bauen doch aufeinander auf, kann das sein? Ja. Sind beide Sternzeichen. Sephiroth. Kundasom. Breo. Schade. Jetzt macht der Level Stufe Wer von kann der sich ab. das? Warum konnte der zweimal eine Stufe Zweimal pro erhöhen? Zug. Bist du zweimal pro Zug. Du kannst ein Sternzeichen Monster auf dem Spiel Achso. spielen und diesen Effekt lernen. Ja, was macht der da? Oh, zerstöre ein Monster, okay, und macht Alter, ist das als übel. Schaden. Das ist ein heftiger Effekt. Hätte ich eher anders gemacht. Oh, jetzt kann er wieder den Effekt aktivieren. Ah, nee. Macht er nicht. Noch eine andere XY dranhängen. Was? Okay. Scheiße, andersrum wird es ein bisschen Angriff überlastet. Naja, mal gucken, vielleicht kannst du noch was retten. So. Achso, ich hab gemischt. Ich wollte. Ich könnte was machen, aber ich. Ich kann nur ein Monster rufen, mehr nicht. Aber doch, wenn es im Friedhof landet. Soll es auch recht sein. Ich will jetzt, dass jemand meine Fallenkarte kaputt macht. Ja, jetzt kann ich wenigstens vom Friedhof aus beschwören Ist die und. Frage, ob du noch mal dran kommst. Hey, ich habe Fusion gezogen. Ich spiel's einfach mal. Ich habe keine Ahnung, was ich spielen kann. Hey, im Zero, Elemental Zero, wie geil ist das denn? Ist nur die Frage, ob Angriff oder Verteidigung. Angriff. Wie stark ist er noch? Ich sehe es gar nicht, verdammt. Ja. 2,5, schade. Aber jetzt kannst du auch noch deine Fallenkarte benutzen. Soll ich? Welche soll ich Runde. nehmen? Die rechts? Ja. Alter, ich hab doch Oh. noch Wolkenkratzer drauf. Ich krieg doch dann drei, noch eins mehr, dann kann ich doch Ja, auch angreifen. kriegst du. Kannst du. Wirf eine Karte von deiner Hand ab und zerstöre alle offenen Monster auf dem Spielfeld, haben wir gerade zerstört. Verdammt, aber wenigstens durch seinen Effekt dann noch. Was hat er denn gemacht? Er hat, deine Dingskarte gespielt, Dimensionsgefängnis, die du auch hattest. Dann hat sie So. verbannt. Schade eigentlich. Hat er gewusst, dass er plus 1000 kriegt? Ja. Ich glaube schon. Jetzt habe ich keine Handkarte mehr. Ich auch nicht. Scheiße. Jetzt kann ich 2300er Monster holen. Oder 2400er. Je nachdem. Topf der Gier war jetzt cool. Er ist leider verboten. Und wenn du ein Spiel aufmachst, das mit verbotenen Karten spielt, dann spielen die Gegner mit solchen Karten, die du zerstörst und die dann mit mehr ATK wiederkommen. Übel. Immer wieder. Du kriegst so ein Monster, das zerstörst und es kommt immer wieder das Doppelte, das Dreifache, das Vierfache, das Fünffache. Wieder, bis du es verbannst. Was kann ich denn machen? Wow. Machen wir mal einfach so. Haben wir hier nichts mehr zu verlieren, sind ja fast tot bald. Ah, mein Gott, jetzt hat er es zerstört, aber.
Lass uns den Kampf gewinnen. Heute gibt's keinen Tränen. Was los? Von Beyblade. Eine knappe Sache, ey. Von Beyblade. Jetzt habe ich zwei Empfängermonster, aber kein normales Monster, sonst hätte ich noch irgendwas rufen können. Aber jetzt ruft er bestimmt locker noch neue rauf. Einmal pro Spielzug kann ich deinen Effekt ja auch aktivieren, wenn er den nicht killt, ja. Wenn ich Glück habe, greift er den dann mit dem Life. Ah, wenn du Glück. Schade. Okay. Weil dann hätte ich wirklich nur noch einen 1000er Monster ziehen müssen und hätte dann alles töten können. Und weg, Lacy. So ein langweiliges Deck, was ich. Okay, jetzt musst du an das Herz der Karten glauben und jetzt hier magische Fusion ziehen. Nein. Dingchen. Jaden Standardkarte. Ja. Der Gegner hat noch 1000 Lebenspunkte. Ich muss nur die richtige Karte ziehen. Und dann Schicksal. Und den zieht er. Ja, das ist immer so, die genau auf Punkt genau treffen die dann mit den Leben. Der Gegner hat da am Ende genau 0. Nicht irgendwie minus 1000. 0. Muss mal gucken, dass ich die Tage vielleicht irgendwie eine GX-Folge hinkriege. Das dauert ja immer ein bisschen. Da kannst du Tausende machen eigentlich. Aber es ist bestimmt aufwendig, die ganzen Karten rauszusuchen und. Ja, das auf jeden Fall. Wir arbeiten ja auch und das zurechtschneiden. Ja. Mit dem Video. Guckst du nebenbei das Video immer? Ja, ich habe ja sowieso meine Animes, die ich abtängle und so. Gucke ich dann auch immer mal einzelne Videos. Wir sterben. Okay. GG. Okay, kommt da. Na dann. Ich lasse uns eine Chance, nein. Nach dem Spruch bestimmt nicht. Ja, egal, war trotzdem eine lustige Runde.